Meine Frau sagte, bevor ich hergefahren bin, ja, tank auf. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe sehr, sehr viel genossen, das ja, ISB wieder zu erleben und zu hören und zu spüren. Und daher eine tiefe Dankbarkeit und ich freue mich auf 2020. Ja, Dankbarkeit ist ein gutes Stichwort. Ich sage auch ganz herzlichen Dank für, ich sag mal, das strukturierte Format und gleichzeitig die Offenheit an den vielen Impulsen, die ich persönlich mitnehme. Und dann natürlich aber auch im Gepäck für meine Organisation. Ich durfte wieder ganz viel lernen, ganz viel mitnehmen. Von daher gehe ich zum einen bereichert nach Hause. Ich gehe gleichzeitig aber auch leichter nach Hause, weil ich einiges an Fragen und Themen, die mich hierher gebracht haben, auch einfach hier lassen kann. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken als wiederholter Plus-Einser. Sehr gerne war ich hier und im letzten Jahr und sehr gerne auch wieder bin ich hier in diesem Jahr. Mich begeistert jedes Mal, wenn ich mit dem ISB in Kontakt bin, die Offenheit von euch und uns allen hier miteinander. Auf so einer Reflexionsebene vor fremden Menschen miteinander zu sprechen und das zu teilen, das ist nicht selbstverständlich. Und deshalb großes Dank an euch alle, dass ihr das getan habt. Und ich gehe reich beschenkt mit einem Blumenstrauß an neuen Ideen und Hypothesen aus diesem Raum raus und freue mich am Montag wieder mit einem ganz anderen Blick in die Organisation zu kommen. Diese wirklich große, weit ausstrahlende und nachhaltige Kulturarbeit, die das ISB geleistet hat, die für mich in diesen jeweils größeren Kreisen dann eben besonders spürbar wird. Einfach sich mal wieder einzuklinken und aufzutanken, auch das für mich unheimlich viel wert. Die Offenheit der Kollegen und Kolleginnen zu bewundern, ihre Erfahrungen zu teilen, auch die Ansätze zu teilen und miteinander zu sprechen. Ich habe auch bewundert die Bereitschaft, auch über schwierige Situationen zu reden. Also auch das muss man ja auch immer sagen, das ist verflixt nicht selbstverständlich. Diese Selbstaktivierung, diese Bereitschaft beizutragen, mitzuwirken, ist für mich was ganz Besonderes. Und ich bin total froh, dass ich zum zweiten Mal dabei sein konnte, wollte, durfte und freue mich auch schon aufs nächste Mal. Ich bin erfreut über die zwei Tage, über die Resonanz. Vielen, vielen Dank an euch. Das waren zwei tolle, inspirierende Tage. Und jetzt wünschen wir euch eine gute Heimfahrt. Bis bald. Thank you.